Willkommen Leute im neuen Final Fantasy Part. Ja, es gibt wirklich langsam nicht mehr viel zu tun. Ich möchte allerdings noch auf jeden Fall die Story beenden, euch alle Esper zeigen und die Spezialattacken von der Esper und natürlich die 100 Trial Mode Stages machen. Auf die wartet bestimmt auch jeder. In diesem Video befassen wir uns jedoch mit zwei sehr wichtigen Items. Unter anderem einmal die Dunkelkristalle, dunkle Energie oder Dark Matter oder wie sie heißt. Warum ich davon 99 habe, sage ich euch gleich. Zum anderen den Baltoro-Samen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Danach wurde ich auch im letzten Video gefragt. Ist natürlich kein Problem. Den zeige ich euch auch. Eieiei. Habe ich keinen? Ich glaube, ich habe keinen, oder? Okay, kommt im Anschluss. Zeige ich euch. Denn dieser Baltoro-Samen ist ein Item, das es nur im Zodiac Age gibt, nicht im normalen Final Fantasy XII, mit dem ihr alle positiven Zustandsveränderungen, die es gibt, bekommt. Instant. Doch zunächst sind wir erstmal im Clan-Hauptquartier bei Mont Blanc. Holen uns noch eine kleine Belohnung ab. Fleißig auf Jagd, Kupo. Kupi, pupu, bum. Du hast den Clan-Rang Demigod erreicht, Kupo. Damit hast du dir den höchsten Rang gesichert, Kupo. Kupo, ich bin gerührt, Kupo, verherrlich, mal angesehen und so, möchte ich dir ein Geschenk überreichen. Centurio-Orden, absolut nutzlos. Einfach nur Prestige und 3 Teleportsteine. Dankeschön. Sämtliche Mobs, alles besiegt. Ganz Ivalice ist stolz auf mich. Ja, der Rang Demigod ist gar nicht mal so unwichtig. Unten rechts. Um den Rang Demigod zu erreichen, müssen wir mindestens 1 Million Clan-Punkte erreicht haben. Das ist absolut kein Problem, das kriegt ihr locker hin. Alle Mob-Aufträge erledigt haben. 44, 45, wie viel sind's? 45, ja, also wenn man den hier dazu rechnet, der allerdings nicht vonnöten ist, Berit. Ohne Berit sind es nur 44 Mob-Aufträge. Und Rang Demigod. Und hier, das Piratennest. Alle Erfolge im Piratennest habt. Nur wenn diese Dinge gegeben sind. 1 Million Punkte, alle Erfolge im Piratennest. Und alle Mob-Aufträge. Dann bekommt ihr den Rang Demigod. Und der Rang Demigod ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Nein, es ist nicht nur Prestige, es hat auch noch etwas Nützliches. Nämlich können wir, sobald wir diesen Rang erreicht haben, im Mosur-Bazar am Marktstand nur den geilsten Scheiß kaufen. Wirklich nur den geilsten Scheiß. Zip. Nämlich unter anderem auch, ja, Katzenkapuze sind Scheiß, hatten wir ja vorher schon. Unter anderem auch die Dunkelkristalle. Ja, die gibt es hier für 2 Taler. Könnt ihr euch mit Dunkelkristallen vollballern. Ebenso sämtliche Splitter. Aerogar, Bio-Splitter, den ganzen guten Shit. Schocksplitter. Sogar Kollaps-Splitter gibt es hier. Richtig geiler Scheiß. Und auch ganz praktisch, Äther, sowie, nee, okay, Dings haben sie jetzt leider nicht, fast gar Splitter, scheiß auf Zeitmagier, jetzt hast gar Splitter, aber wie gesagt, diese ganzen Splitter, den ganzen guten Müll, gibt's erst ab Demigod. So, da haben wir jetzt mal ordentlich Geld ausgegeben. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, was kann ich jetzt mit so einem Dunkelkristall machen? Beziehungsweise mit so einer dunklen Energie. Ich kann mit dem Ding maximalen Schaden anrichten. Also, maximal ist natürlich das falsche Wort. Es gibt ja keine nach oben Begrenzung. Lasst mich nicht lügen, ich meine 50.000 Flächenschaden. Oder 60.000 Flächenschaden. Wenn ich ihn benutze, dann ist er allerdings leer. Um ihn wieder aufzuladen oder um den Dunkelkristall generell aufzuladen, benötige ich Rostklumpen. Wo es die gibt, zeige ich euch.
Nämlich ganz sneaky auf einem Luftschiff. Und zwar, wo befinden wir uns? Hafenstadt Belfenheim Richtung Archades. Oder geht auch von Archades Richtung Belfenheim. Einfach einen ganz normalen Flug buchen. Mit Aerocock, Chock. Standardflug. Vergesst irgendwelche Dungeon Grindings, vergesst irgendwelches Monster Clown oder so. Kauft euch den Scheiß einfach ganz easy bei einem Händler. Nämlich bei der guten Dame hier. Da gibt es die Rostklumpen für 20 Gil pro Stück. Funktioniert, glaube ich, sobald man die Verbindungsrouten hat, also sobald man mit dem Flugschiff fliegen kann. Wie gesagt, von Archades nach Belfenheim oder zurück. Ja. Übrigens, nebendran bei der anderen Verkäuferin kann man sich auch noch mit Gieserkraut und Telepuschstein eindecken. Die beiden Dinger, vor allem die Telepuschsteine sind extrem wichtig, finde ich. Kann man sich übrigens bei jedem Aero-Chock-Verbindungsflug kaufen. Und wie gesagt, die linke Händlerin ist dann immer spezifisch auf die Route eingestimmt, was man da für Sachen kaufen kann. Kann man auch Schneefänge kaufen, Sonnenfänge. Was kannst du noch kaufen? Diese Antivirus-Fiolen, Allheilmittel, lauter so Sachen. Aber Hauptsache die Rostklumpen. Soweit ich weiß, konnte man die Rostklumpen in der alten Version auch beim Händler kaufen. Also beim Usur Bazar Clan Händler. Ich glaube, diesmal ist es nicht mehr möglich. Es sei denn, ich habe mich jetzt getäuscht. Aber ja gut, egal. Wie gesagt, hier kann man sich eindecken mit Rostklumpen. Wo wir gerade noch in Archades sind, muss ich euch einen ganz, ganz wichtigen Unterschied bzw. wichtige Informationen geben. Es gibt nämlich zwei Arten von Dunkelkristallen. Einmal der Dunkelkristall selbst und einmal die Dunkelenergie. Ich habe auch lang gebraucht, um den Unterschied zu bemerken bzw. mich mal schlau zu machen, weil ich das immer gekonnt ignoriert habe vorher. Wir sind übrigens hier im Senobul-Bezirk. Und wollen hier hin auf die Luftarkade. Auf die Luftarkade kommt man ja nur bekanntlich mit der Schwarzfeder hin. Ist aber kein Problem, die haben wir natürlich. Um euch Folgendes zu demonstrieren, habe ich die Cheat Engine angemacht. Aus dem einfachen Grund, weil die prozentualen Spawn-Chancen unter aller Sau sind. Im Vergleich zum Dunkelkristall, den man ja kaufen kann, beziehungsweise einmal fest findet im Richtfeuer, zeige ich euch nachher noch, gibt es die dunkle Energie in wiederkehrenden Kisten an, also ich kenne zumindest drei Orte, es gibt bestimmt noch ein paar Orte mehr, aber ich habe mich jetzt nur zu drei Orten informiert, nämlich einmal hier oben, sehr, sehr, sehr gut versteckt, hier. Hier wird nicht mal ein Ausrufezeichen gegeben. Aber wir haben hier Dunkelenergie. An dieser Ecke. Und lasst mich nicht lügen. Die Dunkelenergie ist wieder... Also die Kiste ist respawnable. Aber die Chancen sind... Boah. Ich hab's nirgends gefunden, wie genau hier die Chance steht. Aber ich vermute mal so 5% oder so hat die Kiste... Ich weiß nicht, ob auch sonst noch Gil drin sein kann. Bezüglich des... Ups. Des Diamantarmreifs. Aber zieht es auf jeden Fall mal an. Und macht Wahn zu demjenigen, der die Kiste zu 100% öffnet dann. Wenn ihr die auf normalem Weg farmen wollt. Ich habe jetzt halt wie gesagt die Cheat Engine an mit immer das seltenste Item drin. Bla bla bla. Ja. So. Also wie gesagt, das hier ist Position 1 von der Dunkelenergie, die mir bekannt ist. Position 2 wäre dann hier in Bourg-Misage. Im wirklich letzten Eck, ganz verwinkelt hier unten. Diese Kiste.
die jetzt immerhin schon mal mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet wird. Die hat auch ist auch respawnable mit Dunkelenergie. Ich markiere kurz auf der Karte. Auch relativ leicht zu erreichen mit dem Telekristall hier in der Nähe. Die nächste Kiste kennt vermutlich jeder von euch, der sich irgendwie mit RNG-Videos oder der Dunkelenergie mal befasst hat. Zerobi-Steppe, Fedig-Fluss, hier an der Brücke, ist auch eine Kiste, eine wiederkehrende Kiste mit Dunkelenergie. Hier sind laut Lösungsbuch sogar Chancen ausgeschrieben von 10%, dass sie spawnt, 20% nur, dass ein Item drin ist, und dann hast du noch eine 5% Chance mit Diamantarmreif, dass dein Item drin ist, also sprich die dunkle Energie. Wie gesagt, die Chancen sind unter aller Katastrophe. Unter normalen Umständen ist dieses Ding nicht farmbar. Es sei denn, du machst eine RNG-Manipulation auf der PlayStation oder halt Cheat Engine auf dem PC. Wobei ich dann aber eher zu dieser Kiste hier raten würde. Wegesscheide. An dieser Ecke hier unten. Denn die kannst du natürlich viel leichter zonen, die Kiste, sag ich jetzt mal. Denn hier geht's ja schon ins nächste Gebiet. Zu guter Letzt gibt's in der Zerobi noch eine Kiste mit Dunkelenergie. Zu guter Letzt haben wir da noch diese Kiste mit Dunkelenergie. Bam! Die gibt's im zweiten Gebiet, nördlicher Livilhang. Gleich hier am Rand. Ja. Kommen wir, oder ich zeige euch zuerst noch den 100%igen Dunkelkristall und weitere dunkle Energie, und dann kommen wir zu den Unterschieden. So Leute, 91. Etage vom Richtfeuer. Quält euch bis ganz nach oben durch. Hier, an dieser Ecke, finden wir einmal zu 100% einmalig einen Dunkelkristall und unten drunter eine 3%ige Kiste. Immerhin 3%, das sind die besten Chancen, die es gibt. Dafür garantiert dann immer drin, bei 3%, einen weiteren Dunkelkristall. Der erste Dunkelkristall, den habe ich ja im Story-Mode damals schon mitgenommen, aber durch die Cheat-Engine ist der jetzt wieder aufgetaucht. Ansonsten hier zu 3% an dieser Ecke Dunkelkristall. Keine Dunkelenergie, Dunkelkristall. Eins habe ich vergessen, ein Dunkelkristall kann man sich auch noch, so oft man will, aus, denn das ist jetzt ziemlich der einzige Dunkelkristall, den man findet im Spiel, außer auf der Luftfeste Bahamut gibt es glaube ich auch nochmal einen. Ein Dunkelkristall kann man sich auch, so oft man will, bauen als Handelsware. Das muss ich euch der Vollständigkeit halber jetzt noch fix zeigen. Wir befinden uns in den Hennaminen, Förderstelle 1. Hier rennen die Albtraumgegner rum, das sind diese Pferde. Und Gott sei Dank hinterlassen die als ganz normalen Drop. Ich sagte als ganz normalen Drop. Na, finde ich denn nochmal ein Pferdchen bitte? Da. Eine stille Grimorie. Dankeschön. So, die packen wir uns da nach oben. Von denen benötigen wir 3 Stück. Sollte kein Problem sein, denn die Pferde gibt es hier öfter. Da ist noch eine und da ist noch eine. Ah, wunderbar. Als nächstes brauchen wir Trümmer-Grimorien. Ja, die bekommen wir von den Brausgegnern hier im Sockelebene vom Richtfeuer oder aber auch im Keller vom Richtfeuer. Ist ein ganz normaler Diebstahl und kann auch als, jawohl, kann auch als Wissensdrop liegen lassen. Ach, der jetzt natürlich nicht. Schade. So, Diebesfäustlinge angezogen. Noch eine Trümmer-Grimorie. Komm, sei brav. Lässt sie natürlich nicht liegen. Schade. Ach du Scheiße, geht's hier wieder ab mit den Biestern. Aber da ist ja noch einer. So, und ratzifatzi hatten wir auch schon 3 Trümmer-Grimoren zusammen. So schnell geht es.
Zu guter Letzt brauchen wir noch einen Fledermausflügel. Den können wir ganz easy hier vom Exoten Aereas klauen. Denn du kannst sonst nur auf eine einzige andere Art und Weise, was mache ich denn, Gambit, an Fledermausflügel rankommen von den Vampiren. So heißen die Fledermäuse in den in der Grabstätte Wraithwalls. Da ist es allerdings nur, ich glaube, 10% Dingenskirchen, Wissensdrop. Und ich habe es vorhin mal kurz offscreen probiert, wie es klappt. Es klappt gar nicht. Es klappt total beschissen. Ich habe einen Fledermausflügel gekriegt. Von daher scheiß drauf. Habe ich Diebesfäustlinge an? Ja. Von daher, Aereas, da ist er. Der Flügel einfach so lange spawnen. Einfach so lange zonen, bis der Spawn da ist. Und dann haben wir auch den Fledermausflügel. Zack. Und von dem brauchen wir Gott sei Dank nur einen. Von den Trümmergrimoren, Stille Grimoren ja 3 Stück. Ja. Den kann man sehr leicht spawnen. Also, sobald ich den Exoten hier einmal gespawnt habe und geklaut habe, falls ihr euch gleich mehr Steine machen wollt, verlasse ich die Mine zur Sicherheit, weil ich bin mir da nie so ganz sicher, wie das bei Exoten ist mit dem Wiederkehren. Geh fix rein. Ich meine, Aereas hat ja eine 20%ige Spawn-Chance. Eben halt nur in diesem einen Gebiet an der ersten Brücke. Und meistens springen die 20% natürlich nicht an, aber da gibt es einen ganz einfachen Trick. Wir laufen jetzt hier erstmal in die Mitte, locken alles an, was da so kommt. Gucken, ist er dabei? Ne, ist er nett. Ist eine rote Fledermaus. Schnell alles umlegen. Und dann einfach Control-Stick nach unten gehalten. Oh Gott, ich hab's heute mit der Sprache. Nach unten gedrückt halten, ihr wisst, was ich meine. Ähnlich wie beim Lavafresser oder bei Brit. So, wenn man das oft genug gemacht hat, brockt irgendwann die 20% Chance. Und wenn sie halt einmal brockt, dann ist sie immer da. Wo sind wir denn überhaupt? Ortham-Brücke, genau. Und da ist er. Fällt da wieder vom Himmel. Und zack, den nächsten Fledermausflügel geklaut. Zurück in Rabanastra. Am Clanstand Musur Bazar. Jetzt bin ich selber mal gespannt. Also, wir verkaufen 3 stille Grimorien. 3 Trümmergrimorien. Und einen Fledermausflügel. Und erhalten die Handelsware Enigma. Dunkle Energie. Ne. Echt eine dunkle Energie? Wie geil ist das denn? Okay, und das Ganze geht natürlich beliebig oft. Ich dachte jetzt Dunkelkristall, aber dunkle Energie ist ja... Oh. Einmalig. Ich nehme alles zurück. Einmalig, Freunde. Eine einzige dunkle Energie bekommt ihr... Oh, Scheiße. Bekommt ihr... Ja gut, ich habe jetzt ein bisschen mehr. Bekommt ihr vom Stand. Den Rest müsst ihr euch wirklich über diese scheiß Kisten farmen, die niemals da sind. Ansonsten macht's mit Dunkelkristall. Egal, ich zeige euch jetzt, aber wirklich versprochen, zeige ich euch den Unterschied. So, bester Ort zum Demonstrieren. Die gute alte Ostwüste. Oder Westwüste, egal wohin ihr geht. Was mich echt wundert, jetzt nochmal kurz mal auf das Thema zurückzukommen, weil sogar im Lösungsbuch steht, dass du diese dunkle Energie als Handelsware mehrfach bauen kannst. Komisch, jetzt ist es halt echt nur einmal. Ich habe jetzt nochmal geladen und nochmal verkauft, also ich habe mich auch nicht verklickt oder so. So, ich zeige euch mal, was die dunkle Energie macht. So, 2 Wölfchen. Wir werfen eine dunkle Energie. Erteilt Arealschaden um den Ausführenden. Bäm. 50.000 Schaden in einem Areal.
in einem sehr großen Areal, wie ihr seht. Und diese 50.000 sind immer fix. Die sind immer fix. Hier, die nächsten drei. Ich glaube, den Wildsaurus habe ich auch noch gekillt. Der war bestimmt auch noch in Range. Ja, also 50.000 in dem Areal. Gegner unabhängig. Irgendwo hat es noch einen Kaktor bestimmt erwischt oder so. Ja, da. Plopp. So, der Unterschied ist, das ist natürlich total overpowered, der Scheiß. Wenn ich jetzt einen dunklen Kristall werfe, 3700 irgendwas. Der Dunkelkristall kann, wohl bemerkt, auch so viel Schaden machen, je nachdem, wie oft man ihn auflädt. Und das Problem ist, du kannst immer nur einen Dunkelkristall aufladen. Wenn der benutzt ist, wie eben, wirkt der nächste Dunkelkristall null Schaden. Auch in einem Areal, wohlgemerkt. Ja. Dunkelkristalle muss man im Gegensatz zu Dunkelenergie mit Rostklumpen aufladen. Der Rostklumpen hat jetzt 8400 irgendwas Schaden gemacht. Wie sich der Schaden daran berechnet, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall wird dann ein Drittel von diesem Schaden, den der Rostklumpen verursacht, gespeichert in dem Dunkelkristall. Das heißt, was haben wir gesagt? 8400 irgendwas durch 3 sind... sind 2,7 oder so. Oder 2,750, so um den Dreh. Oder 2,8, ja. So, haben wir immer noch ein Opfer. Da. Rostklumpen auf Gokatris. Zack, 8400 schon wieder. Das sage ich immer fest. Das heißt, der Dunkelkristall macht jetzt wieder 2800. Oh, scheiße, der war auch einen großen Radius. Und so könnt ihr euch den Dunkelkristall aufladen. Klar, je mehr Rostklumpen ihr raushaut. Zack. Oh, 800. Ah, das ist natürlich jetzt schlecht, denn 843 durch 3 sind auch wieder so irgendwas mit, keine Ahnung, 280. Ja, sogar ziemlich genau 281. Also das ist halt der Scheiß. Beziehungsweise, naja, der Scheiß nicht. Der Dunkelkristall ist trotzdem verdammt OP. Aber du musst ihn halt aufladen. So, 973. Dann haben wir... kann man natürlich auch mit... sollte man natürlich auch mit Gambits einstellen. Ich habe jetzt keine Gambit eingestellt, aber zack, da nochmal ein bisschen Schaden. Auch nochmal ein bisschen Schaden, der sich gerade echt in Grenzen hält. Ah, da war wieder ein 2800er. Komm schon, Baby, mach ordentlich Schaden. Ja, 4000 noch was. Ich habe keine Ahnung, wie viele wir jetzt schon haben. Das ist es halt, du musst rein theoretisch mitzählen. Oder zwischendurch mal abspeichern, einen Dunkelkristall werfen, um zu gucken, wie viel Schaden du schon gespeichert hast. Und zum guten Schluss... alles zusammen, macht dann den ebenfalls fixen Schaden. Also egal von Abwehrwerten, Protes oder Shell oder so, der Schaden ist fix. Von daher sind diese beiden Dinge, ein voll aufgeladener Dunkelkristall und eine dunkle Energie, auch ideal für den Trial-Modus oder für irgendwelche Hardcore-Gegner, die ihr nicht schafft. Das ist der große, sind die großen Geheimnisse. Ich werde jetzt nochmal einen Schnitt machen und mit Rostklumpen so viel Schaden verursachen, wie es nur geht, und den Dunkelkristall voll aufladen. Mich interessiert es nämlich mal selbst, was der als Maximalschaden macht. Söderle, also mal eben fix die Ostwüste abgelaufen und per Gambit auf alles, was irgendwie frei rumläuft, einen Rostklumpen geworfen. Ich bin jetzt auch beim Maximum, ich habe mal getestet. Zack! Und der Schaden, der Rostklumpen verursacht hat, wenn ich mich da jetzt nicht verlesen habe, richtet sich per Zufall
an eine gewisse Prozentzahl vom Maximalleben. Also sprich, ihr könnt Glück haben und zum Beispiel 100% eures Maximallebens als Schaden verursachen. Oder wenn ihr Pech habt, nur 1%. Damit das Ganze so gut wie möglich vonstatten geht, rate ich zu Dingen, die sehr viel TP geben, wie zum Beispiel die leichten Rüstungen. Hier bietet sich die Trugweste super gut an. Denn die hat sogar mehr maximales Leben als der Kaiserwams. Duellmaske und Duplikette solltet ihr auch anhaben, um die TP übers Maximum hinaus zu steigern. Denn dann kommt als ab und zu mal bei mir jetzt zum Beispiel 18.000er Schaden raus. Genau. Wenn ihr den Kristall dann voll aufgeladen habt, macht er einen Schaden von 60.000. In your face. Gut, das geht, wie gesagt, leider nur einmal. Dann müsst ihr wieder mit Rostklumpen aufladen. Von daher speichert euch die 60.000. Oder ihr macht es mit Dunkelenergie. Safe immer 50.000. Oh Gott, ist da das Areal riesig. Holy shit. Oh, oh, oh. Naja. Kommen wir zum nächsten Item, der Baltoro-Samen. Ja, den gibt es exklusiv für die Zodiac Age-Version vom Spiel. Und der ist, ich würde mal behaupten, auch sehr, sehr, sehr selten. Beziehungsweise schwierig ranzukommen. Es geht. Einen einzigen bekommt ihr zu 100% geschenkt in den Paramina-Schluchten. Hier im Garlidein-Gletscher. Problem an der Sache ist, diese Kiste, wo der Baltoro-Samen zu 100% drin ist, ist A, leider nur einmalig und B, erscheint diese Kiste nur zu 1%. Ich weiß jetzt nicht, ob sie vordere ist oder die hintere. Ah ne, das war der Spell tot. Hier, Baltoro-Kern. Okay, er heißt Kern. Im Englischen heißt er Baltoro-Seed. Der Baltoro-Kern. Ich habe die Cheat-Engine an, um es euch einfach zu zeigen, dass diese Kiste hier erscheinen kann. Der Baltoro-Kern wirkt alle positiven Zustandsveränderungen auf ein. Protes Shell, Hast, Courage, Ena, Schweben, oder nee, das ist unsichtbar, also ich glaube, keine Ahnung. Regener Schweben mal 2 ist Bubble, sprich Doppel und Analyse. Und dann habt ihr den ganzen guten Scheißdreck auf euch, innerhalb eines Wurfes. Ich find's eigentlich schade, dass man den nur aus einer einmaligen Kiste und dann auch nur 1% bekommt, weil das Item ist eigentlich gar nicht mal... Ja, es ist schon overpowered, aber naja gut, man kann sich drüber streiten. Es gibt noch andere Arten, beziehungsweise andere Kisten, den Baltoro-Samen oder Kern zu bekommen. Zeige ich euch. Es gibt noch diese Kiste. Natürlich mal wieder in der Zerobi-Steppe, wo es alles gibt. Ganz oben im Eck Nordterrasse. Aber diese Kiste ist eine echte Bitch, denn du brauchst... auf jeden Fall Diamantarmreif, klar. Zu 10% ist die Kiste da. Und nur zu 20% ist ein Item drin. Und dann mit Diamantarmreif nur 5%, dass der scheiß Baltoro-Samen drin ist. Ups. Ja, Moment. Ich muss die Cheat-Engine nochmal korrekt einstellen. So, jetzt sollte es passen. Hab ich den Diamant? Ja, hab ich an. Ja. Baltoro-Kern. Baltro? Baltoro? Baltro? Auf jeden Fall das Scheißding. So, es gibt noch eine Kiste, von der ich weiß. In der Hafenstadt Belfenheim. Ja, da gibt's nochmal hier oben im letzten Haus. Im letzten Wohnhaus. Eine Kiste mit einem Baltoro-Kern. Irgendwann spreche ich den Namen auch mal richtig aus. Nämlich hier. Zack. Aber die Chancen hier sind noch schlechter. 5%, dass die Kiste da ist. 95% Giddle.
Also sprich weitere 5%, nur dass ein Item drin ist, und dann Diamant nochmal 5%. Also 5 von 5 von 5%. Das ist unter aller Kanone, um ehrlich zu sein. Ah, ihr merkt schon, mit dem Baldrock-Kern sieht es halt echt übel aus. Zum Glück gibt es eine Möglichkeit, den relativ leicht zu farmen. Hätte ja noch fast vergessen. Hier in der Kneipe zum Weißen Strand gibt es übrigens noch eine weitere Kiste für dunkle Energie. Immerhin mit 20% Erscheinungschance der Kiste. Und 5% Diamant. Reif. Zack. Oh ne, Dunkelkristall. Keine dunkle Energie. Okay, vergesst. Dunkelkristalle können wir uns ja kaufen. So. Wie kommt man am besten an einen Baldrock-Kern ran? Die mit Abstand beste bzw. einfachste Methode, an einen Baldrock-Kern ranzukommen, ist Richtfeuer. Im Keller, ich gehe da ganz gern immer hinter den Schatten Nord, ins obere linke Eck von der dritten Etage des Kellers, denn hier flimmelt immer so ein Zauberpott rum. Und der Zauberpott ist ja bekanntlich unbesiegbar, es sei denn, wie er eben schon sagt, ihr schenkt ihm ein Elixier, wählt Elixier aus, schmeißt es auf den Zauberpott. Ich glaube, es würde auch ohne funktionieren. Wichtig ist halt nur, dass man jetzt auf Diebesfäustlinge geht. Ich glaube, ihr könnt auch ohne das Elixier zu opfern auf ihn drauf. Auf jeden Fall solltet ihr jetzt klauen. Wenn ihr Glück habt, ein seltener Klau ist der Baldrock-Kern. Ein mittlerer Klau immerhin wieder das Elixier zurück. Also das ist so ein Windtrade, wie auch immer. Und außerdem hat er jetzt sämtliche Verteidigungswerte verloren, da er ja mit dem Elixier quasi abgelenkt wurde. Kommst du jetzt mal her, du Schweinehund. Baldrock-Kern! Wahnsinn, da hat gleich geklappt. Sehr gut. Und wenn ihr ihn dann noch umlegt, habt ihr immerhin die Chance, die sehr kleine Chance, aber immerhin noch die Chance auf ein Finale-Elixier. Ganz top. Autsch. Ah, ne, war nur ein Äther. Gut, ja. Also ich glaube, es müsste auch mit einem Diebstahl funktionieren, bevor man ihn quasi mit einem Elixier ruhig stellt. Ich werde das mal testen. Hier müsste ja noch irgendwo ein Zauberpott rumeimern. Meine ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, auf jeder Etage gibt es einen Zauberpott. Schlagen wir uns mal schnell durch. Vielleicht finde ich ja noch einen. Ist halt immer nur sehr schwierig, den dann nicht aus Versehen gleich anzugreifen. Was mir dann doch ganz gerne sehr oft passiert. So. Zauberpott, Zauberpott, Zauberpott. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ist hier überhaupt noch ein Gang? Doch, da ist einer. Da ist noch einer. Erstmal den ganzen anderen Scheiß aus dem Weg, dass da mal Ruhe ist. So, jetzt sind wir in unten rechts quasi, wenn man so will. So, jetzt zieht er natürlich Aggro. Oder? Noch gar nicht. Ha, ha, ha. Kannst du dich mal verziehen, bitte? Das ist ja schlimm.
Oh fuck, hab ich ihn jetzt angegriffen? Jo. Moment mal kurz. Oh, jetzt hast du ihn doch an. Oh shit, und weil der Zauberpott. Der haut natürlich einen Schaden raus, der nicht von schlechten Eltern ist. Ich habe so das Gefühl, wir müssen mal kurz flüchten. Oh shit. Flair tut nämlich auch weh. So, jetzt alles bloß kein Speed-up machen. Oh Gott. So, auf ein neues. Bis du hier erstmal Platz geschaffen hast, ne? Schlimm, und es kommen immer wieder neue Arschlöcher nach. Du kannst hier nicht mal in Ruhe klauen. So, dankeschön. Also, wie sieht's denn aus? Jetzt weiß ich nicht. Das ist schon arg verdächtig. Ich habe irgendwas geklaut, aber es ging leider so schnell. Ja. Ist das ein weiterer Kern? Ach Quatsch, ich muss auf Items gehen. Es kann sein, ja, ja. Dass ich eben einen weiteren Kern geklaut habe. Also, ihr könnt, wie gesagt, oder wie gesehen eben, entweder mit einem Elixier den Wunderpott sozusagen... ja, beruhigen, dass ihr in Ruhe klauen könnt. Es geht halt ein Elixier drauf, es sei denn, ihr habt Glück und Diebesfäustlinge brockt den Kern und das Elixier wieder. Oder ihr beklaut ihn halt einfach so, müsst halt nur den ganzen Scheißdreck drumherum wegmachen. Wie gesagt, das ist die einfachste Methode, wie man, ich sag jetzt mal, mehr oder weniger unproblematisch an solch einen Kern rankommt. Und das bringt absolut gar nichts, den zu bekämpfen ohne Elixier, denn wir machen keinen Schaden. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. So viel zum Thema Baldrokern und dunkle Energie. Dunkelkristall. Weiter geht's beim nächsten Mal. Euer Sluxy. Ciao.